ich hoffe es einfach. Schießen einfach aufs Auge. Gerade eben sage ich es noch. Soldaten-Totroboter erledigt, alles zerstört. Hubschrauber gesichert. Würde ich sagen, voller Erfolg, oder? Na, aber es klingt irgendwie zu leicht, Freunde. Es klingt zu leicht. Ich glaube eher, dass wir da noch eine böse Überraschung erleben werden. Ah, jetzt sind wir hier oben. Okay, und jetzt sollen wir was tun? Mit Sicherheit da drauf drücken. Gute Arbeit, Lefkowitz. Nicht bewegen, Sie bekommen Besuch. Ihr seid echt verrückt, Alter. Lachte, Vorsicht bei der Landung! Immer gerne. So, zwischenzeitlich ziehen wir noch ein bisschen Rüstung an, damit das auch nicht so einfach wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt gleich richtig lustig wird hier noch. Okay, auf geht's. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Ich konnte mich kaum bewegen, musste kriechen und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Oh yeah. So ist richtig. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja? Was auch immer. William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Ich stehe doch schon hier. Naja, okay. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen.
Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Na gut. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? No. Das so ist richtig. Das wäre alles. Du kannst los. Sehr gerne. Ist mein Vergnügen. Und wir sollen nach Schimmel suchen. Na, wie romantisch. Bringen wir ein kleines Schimmelchen Geschenk. Jetzt schauen wir mal, wo sind die Dinger? Die sind hier unten drunter irgendwie. Schaut ja geil aus. Ich finde das hübsch. Also, wenig bewaffnet sind die Teile aber auch nicht. Das ist ein Schimmelfleck. Brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Autsch. Max Haas? Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch ihren Weg zurück, oder? Da. Danke für die freundliche Hilfe. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Was ist das denn? Komme ich da nicht ran? Was bist du denn? Also irgendwie ist das mit der Kanalisation gerade eine echt knifflige Nummer. Die wollten uns hier dran fernhalten, aber warum? Da dürfen wir auch nicht durch. Okay. Da kommen wir auch nicht weiter. Probieren wir mal von der anderen Seite. Aber es gibt hier keine andere Seite. Oh Mann, herzlichen Glückwunsch. Ja, hier geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir da vorne irgendwo rumkommen. Schauen wir mal. Können wir eigentlich die Lichter ausschießen? Nee. Also irgendwas muss hier gehen. Doch nicht. Ich weiß es nicht. Hier können wir auf jeden Fall wild rumballern. Das bringt uns gar nicht. Ah, okay. Hoch, was? Ich habe natürlich nichts gesagt hier. Oh Gott. Die Hälfte hat wahrscheinlich jetzt schon schreiend und oder weinend auf ihren Laptop gehauen. Oder PC oder was auch immer. Oh, Vorräte. Natürlich nicht unbedingt die beste Idee. Wenn hier Vorräte sind, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache.
Okay. Wir müssen hier durch, na gut. Was ist das denn? Oh, neues Spielzeug. Konservendosen. Na, schauen wir mal, ob wir noch mehr von dem Zeug finden. Ja, schickt ruhig noch mehr. Oh ja, das war nicht so ernst gemeint. Batterie geben vielleicht. Wäre das nämlich gar nicht mal so schlecht. Okay, schauen wir mal weiter. Fuck, Energie alle. Zum Glück gibt's Schrot. Gerade noch einer. Oh, yummy. Okay, mit Türen zumachen haben sie es nicht so hier. Öffnen auf der anderen Seite. Was? Naja, dann auf die andere Seite, ne? Würde ich mal sagen. Sollte kein Problem für uns darstellen. Gibt nichts mehr hier, oder? Nee. Schaut safe aus. Schauen wir mal. Immer wie kriegen die Arschlochaufgabe, ja. Da haben sie keinen Azubi, der das erledigen kann. Da muss der Captain selber ran, ja. Also die haben echt definitiv massive Sicherheitsprobleme hier unten, habe ich so das Gefühl. Aha. Howdy, Cowboy. Schön. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekam eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ich glaube, das kann man auch nicht verzeihen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Tja. Und wo, was wir eigentlich als, wofür wir nur ein Messer gebraucht hätten. Max hin, ob es ihm gut geht. Was ist das denn? Okay. Wir sollten auch nicht unbedingt in jeden Schacht krabbeln. Ich dachte, ich bin geliefert. Und dann kommen Sie. Wir können uns ans Werk machen, Wyatt. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt.
Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Die Worte liegt vorne mir! Sie gefallen mir. So widerstandsfähig.